Guten Tag. Ich begrüße hier heute Lorenz Engels. Sie sind Medienphilosoph an der Uni Weimar und halten hier heute Abend einen Vortrag. Wir in Erlangen studieren ja Medienwissenschaften und Theaterwissenschaften. Das beinhaltet auch sehr viel, unter anderem auch die Medienphilosophie. Aber es gibt ja nicht nur Medienphilosophie, es gibt die Medienhistoriografie, Medientheorie. Was unterscheidet denn Medienphilosophie von anderen Medienwissenschaften? Also die Medienphilosophie hat eine Zwitter- und Doppelexistenz zwischen der Medientheorie, Medienwissenschaft und der Philosophie. Sie betrachtet sich als eine Ergänzung der Philosophie, denn in der Philosophie wird die Frage nach den Medien bislang eigentlich nicht gestellt. Jedenfalls nicht so, wie sie die Medienwissenschaft stellen würde. Und diese Wechselbeziehung stellt also die Medienphilosophie her. Und jetzt gibt es natürlich, das ist ja ein komplett junges Fach, also die erste Professur dafür ist 2003 das war, glaube ich, eingerichtet worden. Das war unsere Universität. Inzwischen gibt es vielleicht 5 oder 6 auf der ganzen Welt. 2,5 davon sind in Weimar. Für uns ist das also ein wichtiger Bestandteil. Und da das so jung ist, gibt es noch keine richtigen Formatierungen, was das Fach nun soll und darf. Und man kann natürlich, eine typische Philosophenantwort wäre, wenn wir wissen, was Medienphilosophie ist, dann können wir die Arbeit einstellen. Also ne, die Suche nach der Antwort auf Ihre Frage ist bereits das Beschäftigungsfeld der Medienphilosophie, aber das ist natürlich auch irgendwo TINF. Tatsächlich ist es so, dass Medienphilosophie das ist, was Medienphilosophen tun. Jeder darf mitmachen. Es gibt keinen Vatikan, der darüber entscheidet, was da reingehört und was nicht. Es ist also unscharf. Aber es gibt Schwerpunkte und die kann man auch benennen. Also eine ganz wichtige Frage zum Beispiel für manche ist, eine Art Metawissenschaft zur Medienwissenschaft zu sein und die Begriffe kritisch zu reflektieren, die die Medienwissenschaft benutzt. So wie es in der Philosophie die Wissenschaftstheorie gibt, die Verfahrensweise und die Begriffsarbeit der Wissenschaften beobachtet und versucht zu erklären. Und da wäre natürlich das Wichtigste die ewige Frage, was ist ein Medium? Ja. Das ist auch geschieht und das wird gemacht, was immer man dann damit macht. Eine andere Spielart von Medienphilosophie, die untersucht tatsächlich die kanonischen und auch die randständigen Schriften aus der Philosophie und versucht bei den klassischen und modernen Autoren zu finden, ob die nicht vielleicht in ihrem Denken bereits etwas überlegt und ventiliert haben, was die Stellung einnimmt, die für uns heute der Medienbegriff einnimmt. Also ohne, dass sie einen Medienbegriff gehabt hätten, so eine Art impliziten Medienbegriff, Vorläufer, Archäologien des Medienbegriffs, die kann man dann in der antiken Philosophie. Ja, man sagt ja, das Fach ist relativ jung, Marshall McLuhan, so einer der Begründer, aber das Thema, das Medium, findet sich schon bei Platon und ganz Lessing genau. Und das Ähnliche. Das kann man also versuchen zu entfalten und für die Medientheorie dann fruchtbar zu machen, für ihre Weiterentwicklung und Ausfaltung. Eine weitere Spielart, da wird es jetzt schon sehr interessant, fragt sich auch ganz typisch medienwissenschaftlich sozusagen, unter welchen Bedingungen haben eigentlich die klassischen und modernen Autoren der Philosophie gedacht? Denn das Denken findet ja nicht in irgendeinem luftleeren Raum statt. Es ist normalerweise zum Beispiel verkörpert in Menschen. Die Menschen haben Lebensbedingungen und sie haben Werkzeuge. Sie haben Schreibzeuge. Friedrich Nietzsche sagt, unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Und genau diese Mitarbeit der Schreibzeuge, das können Sie jetzt beliebig ausbuchstabieren, was das für Zeuge sein können, diese Mitarbeit der Schreibzeuge an den Gedanken, das untersucht Medienphilosophie. Und wenn Sie das noch einmal weitertreiben, dann kommen Sie zu solchen Leuten, die sich sagen, diese Zeuge, Schreibzeuge, Denkzeuge, die haben einen eigenen Beitrag, den sie in das philosophische Denken und Tun eintragen. Und den wollen wir freilegen. Also wir sind gewohnt, nach 3000 Jahren abendländischer Philosophiegeschichte zum Beispiel, eigentlich auszugehen vom Medium des Schreibens und Lesens. Das, was wir unter Philosophie verstehen, könnte man sagen, ist immer ein Stück gebunden an Schreiben und Lesen, an das Manuskript, an das Buch. Es steht unter den Bedingungen des Schreibens und Lesens. Nun gibt es aber auch andere Denkzeuge und Schreibzeuge. Wir machen hier gerade eine Fernsehaufnahme, wir könnten also an das bewegte Bild etwa denken.
Durch nichts ist ja gesagt, dass man im bewegten Bild nicht philosophieren kann. Wie sieht eine Philosophie aus, wenn sie nicht mehr über Schrift und übers Lesen sich verbreitet und Argumente austauscht, sondern zum Beispiel übers bewegte Bild oder über den Rechner? Der Rechner ist ja nicht nur irgendeine Schreibmaschine, er ist eine ganz eigenartige Schreibmaschine und darüber hinaus ist er auch eine Rechenmaschine und darüber hinaus ist er auch eine Bildermaschine. Und das bringt ja alles zusammen. Wie denkt man mit dem Computer und vor allem, welches ist der originäre Beitrag, den der Computer in dieses Denken einbringt? Das sind medienphilosophische Fragen. Und schließlich, wenn ich das noch anfügen darf, gibt es ja ganz klassische Fragen der Philosophie. Also die Frage, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Die ontologische Frage. Oder die Frage, was kann ich wissen? Die epistemologische Frage. Oder die Frage, was soll ich tun? Die ethische Frage. Oder auch die Frage, um die es auch heute Abend gehen wird, was ist der Mensch? All diese Fragen, die kann man natürlich völlig abgelöst von den Umständen, ganz ahistorisch und sozusagen ideell, mehr oder weniger metaphysisch beantworten und versuchen, konstante, für immer geltende Antworten zu finden. Das hat die Philosophie immer getan. Die Medienphilosophie würde aber sagen, mit dem Einzug der Medien und mit der Ubiquität der Medien liegen die Dinge anders. Wir können diese Fragen nicht mehr beantworten, ohne die Umstände zu berücksichtigen, unter denen sie überhaupt gestellt werden. Und zu diesen Umständen gehört für uns in unserer Zeit ganz wesentlich die Existenz von Medien. Also die Frage, was kann ich wissen, können wir heute nicht mehr beantworten, wenn wir nicht über Medien nachdenken. Das Wissen ist ja nicht irgendwas, es ist immer niedergelegtes, kodiertes, produziertes, gemachtes, verbreitetes Wissen, veröffentlichtes sogar. Und was ich niederlegen, verbreiten, kodifizieren, veröffentlichen kann, das hängt wiederum von den Werkzeugen ab, die ich dafür habe. Und das schlägt zurück auf das, was ich wissen kann, es schlägt zurück auf das, was ich tun kann, das hängt auch ab von, oder soll, hängt auch ab von meinen Werkzeugen und Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Das sind also Beschäftigungsfelder der Medienphilosophie. Sie haben jetzt ein recht breites Spektrum an medienphilosophischen Themen genannt. Was hat Sie daran besonders interessiert, oder was anders zu fragen? Die Frage, die wahrscheinlich jeder, der schon mal der Geisteswissenschaften studiert, zu 90% gehört hat, vor allem wir in Theater- und Medienwissenschaften, wieso nicht was Gescheites? Also was war das, was Sie an diesem Fach, Sie haben ja, glaube ich, ursprünglich Philosophie und Germanistik, glaube ich, studiert? Keins von beiden. Keins? Okay. Nein. Ich habe, wie Sie, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert und dazu Kunstgeschichte und Romanistik. Und aufgewachsen bin ich eigentlich als Film- und Fernsehwissenschaftler. Was hat Sie dann zur Philosophie verschlagen, dass Sie im Prinzip was vollkommen anderes als bisher machen wollten? Weil die Philosophie, wie gesagt, Medienphilosophie gibt es erst relativ kurz. Sie waren einer, der sie mitbegründet hat. Wie überlegt man sich solche Schritte? Das macht man nicht mit Absicht. Man sagt nicht, wow, jetzt werde ich Medienphilosoph. Zumindest konnte man das damals nicht, weil es nicht mal den Begriff gab. Das ergibt sich also aus den Umständen. Und in meinem Fall, aber das ist jetzt biografisch und kontingent zufällig, hat es sich über das, was ich eben schon mal kurz angedeutet hat, ergeben, nämlich die Frage nach dem bewegten Bild. Also die Frage, was machen eigentlich bewegte Bilder? Bewegte Bilder handeln auch. Sie machen zum Beispiel was mit uns, ihren Zuschauern. Und bewegte Bilder denken vielleicht sogar auch. Sie sind auch Denkzeuge. Und da bin ich, und das war für mich zentral, einem Buch begegnet, das sich diese Frage gestellt hat. Und das war die legendären beiden Bände von Gilles Deleuze über das Kino. Denn für Deleuze ist es so, wie er sagt, dass der Philosoph zum Denken ins Kino gehen kann. Und das, wenn er nicht über den Film nachdenkt, das macht Filmtheorie. Filmtheorie denkt über den Film nach. Filmphilosophie denkt mit dem Film. Denkt mit dem Film. Und im Falle dieses Entwurfs von Deleuze geht es besonders darum, dass, wenn man anfängt, mit dem Film zu denken, man die Zeit anders bedenken kann. Der Film ist ein Ansatz. Für ihn ist der Film hauptsächlich ein Zeitmedium. Deshalb heißen die beiden Bände auch das Bewegungsbild und das Zeitbild. Es geht also um Zeit und unser Verhältnis zur Zeit oder das Verhältnis der Zeit zu uns. Und vom Film werden wir in ein spezifisches Zeitverhältnis versetzt. Der Film produziert das, er verkörpert es auch.
Und dieses Zeitverhältnis ist ein anderes, als es in den abstrakten Wissenschaften, in den gliedernden logischen Wissenschaften und in der Philosophie vor dem Film gedacht worden ist. Das ist die Idee von Deleuze, ob die stimmt oder nicht, aber das ist eine faszinierende Idee. Und so bin ich an solche Fragen rangekommen. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, dass ich am Ende meines ganzen Studiums eine Doktorarbeit schreiben sollte und wollte. Und die wollte ich über das Fernsehen schreiben, weil die Theorielage des Fernsehens heute ja noch immer sehr dünn ist. Sie ist besser geworden, aber sie ist sehr dünn. Wozu ich sagen muss, vieles kannten wir nur einfach in Deutschland nicht, was es dennoch schon gab. Ich rede jetzt über die Mitte der 80er Jahre etwa. Aber die Theorielage war unbefriedigend. Das, was zugänglich war, war unbefriedigend. Und ich wollte also etwas dazu beitragen, das zu ändern und mich mit Fernsehtheorie befassen. Und auch da bin ich auf diese Frage nach der Zeit gekommen und habe angefangen, mich mit Philosophien der Zeit zu beschäftigen. Und daraus ist erwachsen eine Befassung mit der Temporallogik des Fernsehens. So bin ich an die Medienphilosophie gekommen.